Ja, und dann sind wir zurück zu Devil May Cry 1. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Schwert hier auf dem Rücken bekommen, was sich auch irgendwie ändern könnte. Aber ich habe nur noch dieses. Gut. Man sagt zwar, damit kann man fliegen, das glaube ich aber noch nicht so ganz. Wir schauen einfach mal weiter. Das sieht ganz schön hier runtergekommen aus. Kann man hier was lesen? Auf diesem Regal befinden sich viele Bücher über die Kunst der Alchemie. Es gibt Listen über die Ackerfrüchte, die von den Lehnsmännern geerntet wurden. Komischerweise schwankte die Erntemenge ständig und manchmal wurden Winterfrüchte im Sommer geerntet. Komische Sache. Das hatten wir gerade schon. Steht anscheinend an beiden drin oder so. Da kann man nichts lesen. Kann hier was lesen? Es gibt ein Buch zur Geschichte dieser Burg. Demnach wurde im späten 12. Jahrhundert das ursprünglich als Zitadelle errichtete Bauwerk mehrmals umgebaut. Im letzten Satz des Buches heißt es, warum haben die nachfolgenden Burgherren so oft und unnötigerweise umgebaut? Waren sie von irgendwelchen bösen Dämonen besessen? Ja, wahrscheinlich. Es gibt ein Buch über die Verwaltung der Burgherren. Zuletzt eroberten sie wahnwitzige erhoben, nicht erobern. Erhoben sie wahnwitzige Steuern und führten barbarische Hinrichtungen durch. Warum lese ich das überhaupt? Sag mal schon mal. Das hier scheint ein bisschen zugewuchert zu sein. Ich sehe auf der anderen Seite einen Raum. Es muss einen anderen Weg dorthin geben. Garantiert. Hier sind keine besonders interessanten Bücher. Auch finde ich schon. Die sind bestimmt alle interessant. Da ist schon wieder was mit Blitzen. Hier ist ein Ausspruch eines bedeutenden Propheten, der einst die Burg besuchte. Plute wird am Tag der Verheißung kommen und Himmel und Erde trennen, aber einer mit schwarzen Flügeln des Verrats wird ihn aufhalten. Das hatten wir gerade. Das hatten wir auch. Es steht da so in allen das Gleiche drin. So, sprich mal das mal an. Ein Sinsenmann, der dem Teufel sehr ähnlich sieht, ist dargestellt. Du hast auch einen Schlüssel, soll ich ihn nehmen? Ja. Das ist der Schlüssel. Hey. Was haben wir hier? Über einen merkwürdigen Vorfall in der Kathedrale steht Folgendes geschrieben. Es geschah in einer heißen, schwülen Nacht. Die Säulen knirschten und die Statue eines Gottes verschwand. Wir verschlossen sofort die Kapelle in der Hoffnung, dass uns eines Tages ein aufrichtiger Befreier mit starken Herzen retten würde. Steht bestimmt auch wieder in allen drin, ne? Hier auch. Da steht gar nichts. Gut. Ist hier noch was? Ist hier was? Nö, hier. Diese Bücher handeln von schwarzer Magie und Ritualen aus aller Welt. Aha. Dem aha. Gut. Den da lang. Und wieder zurück an den Gegner vorbei wahrscheinlich, ne? Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Oh, jetzt kann man die Tür zu machen. Und dann scheint gerade jemand nach Hause gekommen ist und das wird ganz schön laut manchmal. Nicht warum geschrieben wird oder so, sondern einfach weil altes Treppenhaus und so, das muss natürlich nicht sein. Na ja, klar, komm, bewege ich mich, komm, hier geht nach. Gut, dann zeigt mal, was ihr könnt. Auf jeden Fall habt ihr wieder Waffen ohne Ende. Oh, das war gerade ein Provoke, gut zu wissen. Oh, der hat eine Schrotflinte. Schrotflintentypi, kommst du bitte her? Danke. So, bitte alle wegmachen. Hat der Typ mit der Schrotflinte noch? Nein, aber jetzt kommen auf jeden Fall neue Gegner. Gut, soviel dazu. Ja, komm, bitte schneller sterben. Wir haben nicht ewig Zeit. Ach, noch einer. Also diese Kämpfe werden auch wieder viel zu lange sein, anscheinend. Viele Gegner, die einem entgegenwerfen, das ist in den späteren Teilen nicht mehr so. Da kommt zwar auch noch viele, aber es sind auf jeden Fall nicht nur 5 Millionen Stück. Ich wüsste ja gerne, was ich jetzt mit meiner Leiste, die ich da unten gefüllt habe, machen kann. Kann ich da jetzt wirklich fliegen mit? Nö.
So. Wenn ich springe, kann ich auf jeden Fall nicht fliegen. Gut, da gibt es noch ein bisschen HP, die haben wir uns redlich verdient. Da sind ein paar Punkte. Da waren auch noch Punkte, sehr gut. Da ist ein Tor, es ist eine Engelstatue, Wicht einer Gottheit. Was? Da drin? Oder was? Es ist eine Löwenstatue, nur jene, die der Löwe akzeptiert, können mich befreien oder so. Wahrscheinlich die Statue hier oben oder so. Ja, hier oben ist eine Statue, gut. Was zum? Es ist die Engelstatue, bla bla, Gottheit, Und hier ist eine Tür, sehr gut. Und wieder Gegner. Und eine Tür, die nach mir gegriffen hat. Hallo Tür. Tschüss Tür. So, noch Gegners. Aua. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Au, 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 au. Au. Macht man nicht so viel Schaden, bitte. Was? Moment, Moment. Hier steht etwas geschrieben. Ein Gott steht vor dir. Hänge den Gott mit deiner Kraft zurück, um den Weg zu öffnen. Ah, okay, gut. Weit genug? Okay, ich habe einen Weg geöffnet. Ich wollte aber noch gar nicht hier runter. Was kriegen wir jetzt? Stab der Gerechtigkeit, der Stab, der mysteriös leuchtet. Und Gegner, doch nicht. Gut, anscheinend habe ich was richtig gemacht. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Na, was kommt jetzt? Kämpft jetzt der Tod mit uns? Was zum Teufel? Hi, Freunde. Oh, ich kenne euch, ey. Ich mag euch überhaupt nicht. Vor allem, ihr habt die Scheren? Oh, okay, die waren jetzt relativ leicht irgendwie. So wie dazu. Gut, dann raus hier. Ne, was? Lass das spinnen. Oh, wie süß. Oh, lauter Spinnen. Alle töten. So. Moment, da waren noch mehr. Ne, doch nicht. Gut. Wir haben auf jeden Fall den Stab, aber ich will da nochmal rein, weil ich glaube, da war noch was. Gut, dass hier die Gegner nicht mehr sind. Was ist eigentlich damit? Eine unglaublich starke Macht hätte ich fern. Bevor ich dem Löwen gegenübertreten kann, benötige ich ein Zeichen. Es ist lila, aber stimmt dann das Macht. Garantiert. Geht noch, wo kommen die denn her, sag mal? Leute, wo kommt ihr her? Ihr seid gar nicht. Ihr wart gar nicht hier vorhin. Ich verstehe das nicht. Nee, natürlich sind die Gegner ganz klar logisch aufgetaucht. Warum tauchen jetzt unten welche auf? Ich ignoriere es einfach mal. Tschüss. So. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach an den vorbei. So, ich wollte nämlich wissen, was hier hinten ist. Hier unter dieser Öffnung steht etwas geschrieben. Diesmal versammeln sich die helfenden Seelen. Au. Sind die helfend genug? Oder was? Ah. Archiv sind freigeschaltet. Gut zu wissen.
gehe dann mal wieder. Tschüss. Ich ehrlich gesagt keine Lust habe, mit denen zu kämpfen, aber ich stehe gar nicht warum. Ist denn nicht, wenn das viel zu viele? Nee. Jetzt hier sind. Ach. Das ist nicht so ein Geist, das ist ja okay. Die sind ja schnell kaputt. Was ist das hier eigentlich? Ein Bild eines Mannes mittleren Alters. Ah, okay, gut. So viel dazu. So, wo geht's denn hier runter? Hier geht's wieder zum Anfang, ne? Da machen wir nämlich schon mal. Da haben wir das Bild gesehen. Aus dem Bild kam jetzt gerade ein Gegner raus. Du stehst an der Wand drin. Entweder töte ich dich in der Au. Oh, sie ist gestorben. Kann ich das Ding jetzt angreifen oder so? Nein, kann ich nicht. Das ist eine Kriegsgemälde. Aha. Gut, das war's anscheinend. Wahrscheinlich laufe ich jetzt völlig falsch. Noch mehr Gegner. Tschüss. So, wo geht's hier hin? Beziehungsweise geht's hier irgendwo anders jetzt hin? Ist hier eine Tür oder so? Ne, hier ist keine Tür. Da oben zur Starte würde ich wahrscheinlich auch nicht müssen. Kann ich bei dir irgendwas machen? Ich meine, das ist eine blaue Flamme. Theoretisch müsste ich da bestimmt irgendwas machen können. Kann ich da drüber fliegen jetzt mittlerweile? Nein, kann ich nicht. Gut, dann weiß ich es auch nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt völlig falsch. Ich muss ganz woanders hin. Ich gehe nochmal da lang. Töte nochmal den hier. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin müsste. Ah, da lang. Da nicht lang, aber da würde ich gerne mal rein gerade. Hm. Ich kann alles doch verstärken. Schwertangriff Level 1. Möchten Sie roten Kugeln verwenden, um diese... Erledigen Sie gegen einen blitzschnellen Angriff. Hin und zurück werfen Sie das Schwert für einen Boomerang. Oh, Boomerang ist geil. Das Ding brauche ich. Okay, das sieht hart aus. Ich will aber erst Luftgang haben, deswegen sparen wir uns einfach mal auf die 4000. Weil ein Doppelsprung in der Luft ist immer gut. Oder spart vier Nerven. Ach komm. Sich in der Wand zu verkriechen ist unfair, das ist dir hoffentlich bewusst, ne? So, tschüss. Und ich bin deine... Danke. Vielleicht muss ich ja hier doch irgendwas machen. Ich weiß es echt nicht. Ich gehe nochmal hier rein. Da stand was mit Seelen, deswegen. Das ist so ein bisschen verwirrend gewesen. Am Löwen komme ich ja noch nicht vorbei. Dafür brauche ich ja erst... Wie man sieht... Brauche ich dafür erst Dantes Kraft. Das heißt, hier werde ich später nochmal hinkommen. Wahrscheinlich. Ne? Und du kommst, lässt mich nicht durch. Genau. Okay. Was ist mit dem Engel? Nichts. Hi, Gegner. Tschüss, Gegner. Gerade mal keine Zeit, mit euch zu spielen. Okay, mehr Gegner. Kann ich dich angreifen? Nein, keine Ahnung. Da muss ich bestimmt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Seelen reintun. Oh, Leute, was ist denn los hier? So. Da ist noch mehr. Okay, dann haben wir die auch noch kaputt schnell. So. Das soll es aber erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen. Kommentare sind immer gerne gesehen. Sonst, ich sei nur zu sagen,
wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und diesmal schnelles Ende. Tschüss.